Was für ein Gefühl, nach all den Strapazen. Verdammt, sind wir endlich in der Basis. Unglaublich. Bleiben Sie konzentriert, Agent Ibrahim. In der Basis scheint das Notprotokoll zu laufen. Der Stromverbrauch wurde um ein Minimum reduziert, um die Notfallsysteme in Betrieb zu halten. Was hier passiert ist, kann ich bisher nicht sagen. Aber hier stimmt was nicht. Finden wir es heraus. Meine Rede. Aber seien Sie vorsichtig, wenn in dieser Anlage seit scheinbar 6 Jahren das Notprotokoll läuft. Registriert, Ei. Die Tatsache, dass wir seit unserer Ankunft es nicht geschafft haben, eine sichere Verbindung zu Cameron aufzubauen, ist nicht gerade ein gutes Zeichen. Auf dem Dach der Anlage stehen starke Antennen. Irgendwas hier muss die Kommunikation also stören. Chief? Es gelingt mir immer noch nicht, eine Verbindung zu den Agenten aufzubauen. Selbst Tracker-Daten über das Eye-System lassen sich nicht abrufen. Ich kann also nicht sagen, ob sie die Anlage inzwischen erreicht haben oder nicht. Warum sind Sie noch hier, Hannah? Sie müssen schlafen. Seit gestern Nachmittag sitzen Sie hier und arbeiten. Gönnen Sie sich etwas Ruhe. Und was Ibrahim und Layla angeht, bin ich davon überzeugt, dass sie es geschafft haben. Es kann sein, dass der große Sturm über der Insel die Kommunikation stört. Sie melden sich schon noch. Möglich. Aber bei allem Respekt, ich lasse nicht locker schief. Lobenswert. Dann werden wir wohl beide heute Nacht das Büro nicht mehr verlassen. Wenn Sie wollen, gönnen Sie sich eine Pause am Snackautomaten. Und bringen Sie mir einen Koffeinriegel mit. Wenn wir keine Verbindung herstellen, werden Sie nicht wissen, was Ihre Aufgabe dort ist. Ich weiß. Ich weiß. Hoffen wir mal, Sie finden es im Notfall selbst heraus. Sie haben nicht viel Zeit. Wir müssen Sie von der Insel evakuieren, bevor der Sturm seinen Höhepunkt erreicht. Es kann sonst Tage dauern, bis wir zu Ihnen können. Und das würden diese verdammten Grenzgänger ausnutzen. Ich vertraue Ihnen, Hannah. Das können Sie, Sir. Ich versuche mich etwas fit zu halten. Bei dieser beschissenen Büroarbeit setzt man sich seinen Arsch sonst ganz platt. Ich hole Ihnen Ihren Koffeinriegel. Danke, Hannah. Weiter geht's, Cameron. Egal, welchen Raum wir betreten. Überall stehen diese Käfige rum. Ich habe gerade noch einmal versucht, eine Verbindung nach Hause herzustellen. Es scheitert. Ihr Eye-Headset ist leider zu schwach dafür. Dann müssen wir wohl selbst herausfinden, was es mit diesem gruseligen Teil der Basis auf sich hat. Wir werden alle Informationen, die uns Cameron mitgegeben hat, zusammentragen müssen und dann schauen, ob wir hier eine Spur finden. Legen wir los. Wo, könnten wir anfangen? Mit den Ermittlungen. Gute Frage. Wir wissen ja noch nicht einmal, für wen oder gegen was wir hier ermitteln sollen. Das IAA hat hier bis 2015 geheime Forschungen betrieben. Aber die sollten nicht auf der Liste der Verdächtigen stehen, oder? Naja, wenn das IAA etwas macht, ist es grundlegend immer verdächtig. Aber da sie im Auftrag unserer Regierung arbeiten, glaube ich nicht, dass wir deshalb hier sind. Sondern vielmehr denke ich, wir sollen etwas aufklären, was vermutlich nach ihrem Abzug hier geschehen ist. Die Frage ist, seit wann in dieser Anlage die Notfallprotokolle laufen? Das müsste man zurückverfolgen. Laufen sie wirklich schon seit dem Jahr 2015? Wäre dann nicht schon lange hier drin der Strom ausgefallen? Nicht unbedingt. Es handelt sich um eine hochmoderne Anlage. Höchstwahrscheinlich kann die Stromversorgung im Notfallprotokoll viele Jahre aufrechterhalten werden. Nur die nötigsten Systeme bleiben dabei in Betrieb. Gruselig, oder? Diese Käfige? Los geht's. Bleiben wir dicht zusammen, Layla. Ich kann immer noch keine Verbindung aufbauen, Agent Ibrahim. Umso tiefer wir in die Anlage gehen, umso unwahrscheinlicher wird es, dass es mir gelingt, Kontakt herzustellen, Agent. Versuche es trotzdem. Der Chief muss wissen, dass wir in der Anlage angekommen sind. Vorsicht, Agenten. Ich registriere verstärkte Impulse in Ihrer Nähe.
Hier muss sich etwas befinden, was mehr Energie verbraucht als der Rest der Anlage, an dem wir bisher vorbeigekommen sind. Hier gabelt sich der Weg. Wir müssen entscheiden, wie wir weitergehen. Entweder nach dort, nach links oder die Treppen nach oben, geradeaus. Was meint ihr? Von wo aus bemerkst du die verstärkten Strömungen, ey? Diese Tür sieht interessant aus. Vielleicht könnte man hier weitere Informationen finden. Ist euch übrigens aufgefallen, dass die meisten Räume in der Anlage von Human Labs and Research gekennzeichnet sind? Sie haben hier wohl mit dem IRL zusammengearbeitet und sie logistisch unterstützt. Sowas kommt nicht selten vor. Nein, das Human Labs ist eine privat finanzierte Forschungseinrichtung und hat auch offiziell schon oft mit dem IAA zusammengearbeitet. Oh Gott, ey. Ich glaube, Layla hat einen weiteren Weg entdeckt. Vermutlich registriert das Eisystem von dort aus den erhöhten Energieverbrauch. Zumindest brennen dort nicht nur die Notlichter. Es handelt sich wohl allem Anschein nach um einen Dekontaminationsraum. Vorsicht, Agenten. Gott weiß, wofür der wohl gedacht war. Sieht doch gar nicht so übel aus. Dieser Raum könnte unsere Spur sein. Entschuldigen Sie, dass ich zu spät bin. Mein Roller springt immer noch nicht an. Ist schon in Ordnung, Agent Abigail. Nein, ich denke nicht, Sir. Sie sind zu hart zu sich, Abigail. Sie mögen zwar etwas chaotisch sein und neigen gerne zu selbstzerstörerischen Selbstzweifeln, aber Sie leisten einen guten Job. Als Agent. In Ihrem Kopf hüpfen Sie gerade vor Freude wie ein Känguru durch den Raum, nicht wahr? Ehrlich gesagt mehr wie ein Flummi. Gut, bevor Sie jetzt wieder zusammenbrechen, weil Sie nun Angst bekommen, meinem Lob in der Zukunft nicht mehr gerecht zu werden, brauche ich Ihre dringende Hilfe, um Ibrahim und Layla zu helfen. Ugh. Also. Den letzten Kontakt zu den beiden hatte ich, als sie das Boot verlassen haben und an Land gegangen sind. Doch mit Sarah habe ich heute Morgen noch gesprochen. Ihr geht es gut. Aber der Sturm setzt dem Segler schwer zu. Verdammt. Verdammt, wenn der Sturm stärker wird, ist sie vielleicht gezwungen, das Schiff zu verlassen und ebenfalls an Land zu gehen. Doch das möchte sie nicht. Sie hat Angst. Ich weiß. Ich bin ihren Bericht letzte Nacht durchgegangen. Diese verdammte Insel ist kein Spielplatz. Selbst wenn man die gruseligen Geschichten nicht glauben mag. Und dass die Teleportkerle nun ebenfalls von ihr Bescheid wissen, macht die Sache noch komplizierter. Wir hatten so viele Sicherheitsvorkehrungen. Diese Kerle kennen keine Stürme oder Unwetter. Sie können an jeden Ort der Welt, ohne Hindernis. Was für Kontaktmöglichkeiten bleiben uns denn jetzt noch, Chief? Wir haben leider keine andere Möglichkeit, die Agenten zu kontaktieren, als über das Eye-Headset. Das ist alles so beschissen. Bei Gott, einfach nur beschissen. Ich werde sehen, dass wir ein Team abrufbereit machen, was die Agenten im Notfall sofort evakuiert, damit sie dem Professor im Sturm nicht in die Arme laufen. Wir kriegen das hin, verstanden? Sie kriegen das hin. Sie geben ihr Bestes, Abigail. Wahnsinn, wozu brauchen die wohl hier unten einen Dekontaminationsraum? Es scheint so, als habe ihre Frau die mögliche Antwort darauf gefunden. Möglich. Lass uns das mal ansehen. Das sieht aus wie eine Schleusendusche. Auf der anderen Seite befindet sich eine Tür. Oh Gott, unglaublich. Ein gewaltiges unterirdisches Gewächshaus. Verdammte Scheiße, wie riesig das hier ist! Und verdammt kalt! Die Temperaturen hier drinnen liegen knapp über dem Gefrierpunkt, Agenten. Die Anlage wurde wohl nachträglich mitten in den verdammten Berg gehauen. Was? Sieh sich das einer an! Aber wo sind die Pflanzen und warum musste man sich vor und nach dem Betreten dekontaminieren? Oh Gott, die Situation gestaltet sich sehr schwierig, Hannah. Die Army ist von der Idee nicht gerade begeistert, ihre Helikopter notfalls mitten hinein in diesen verfluchten Jahrhundertsturm zu steuern. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen, wie wir die Agenten sicher von War Island evakuieren. Haben Sie Hunger? Ich habe einen wahnsinnigen Hunger. Ich dachte schon, Sie fragen nie. Na gut, frische Luft tut mir gut. Ich mache das hier gerade noch fertig, dann gehe ich los und besorge uns drei was zu essen. Mit Vollmagen arbeitet es sich weitaus leichter.
Mann, wo habe ich bloß meine verdammten Autoschlüssel? Tja, so ist das, wenn man seit 48 Stunden auf den Beinen ist. Man vergisst sogar seinen eigenen Kopf. Aber Kaffee und Koffeinriegel helfen, sonst wäre ich sicher nicht auf diesem Stuhl schon eingeschlafen. Stattdessen fühle ich mich richtig energiegeladen. Habt ihr schon eine Idee, wer den Teleport-Typen Details über unsere Mission verraten haben könnte? Bei den ganzen Sicherheitsvorkehrungen kommen ja nicht gerade viele in Frage, die die Möglichkeit dazu hatten. Nicht wirklich, nein. Aber du kannst mir glauben, Abigail. Der es war, dem werde ich persönlich den Kopf abreißen. Okay, cool. Die Person wird damit sicher nicht durchkommen. Nein, im Namen der alten Agenten, das wird sie nicht. Agenten, es ist unglaublich. Alle pflanzlichen Überreste, die ich scannen kann, weisen unbekannte genetische Modifikationen auf. Sie sind zwar alle eingegangen, aber nicht aufgrund der vorhandenen niedrigen Temperaturen. Es scheint das Wasser zu sein. Vielleicht wurden die Bewässerungssysteme aus dem unterirdischen See unter den Bergen gespeist und das hat ihr Ende bedeutet. Möglich, dass man sich deshalb dekontaminieren muss. Sehen Sie mal, was Ihre Frau dort drüben entdeckt hat. Ein einfacher Stromkasten, nicht weiter. Nicht einfach nur ein Stromkastenagent, Ibrahim. Nein, mit diesem Verteiler regelt man normalerweise den Strom für einen ganzen Häuserblock. Und warum steht er hier? Genau das ist die 1-Million-Dollar-Frage. Bemerkenswert. Ay, könntest du Signale in den Stromfluss schicken, um herauszufinden, wozu er benutzt wurde? So wie, als Laila Mr. Fernandes Stromzähler online gestellt hat? Ja. Bisher kann ich nichts finden, außer ein gewaltiges Netzwerk, was durch den Boden und die Wände dieses Gewächshauses verläuft. Wozu das? Kann ich nicht sagen, aber ich kann das ganze Netzwerk an einen einzigen Ort im Komplex zurückverfolgen. Gebt mir noch einen Augenblick. Diese Pflanzen waren alle genmanipuliert? Ja, aber vom feinsten Agent Ibrahim. Wahnsinn, mitten in den Berg gehauen. Und ich weiß jetzt auch, wo das Netzwerk seinen Anfang hat. In einem Raum in einem der oberen Stockwerke des Komplex. Agenten, ich bin fest davon überzeugt, dass es sich um einen Serverraum und Kontrollraum handelt. Ausgezeichnet. Auch wenn dieser Ort hier sehr spannend wirkt, kommen wir ohne mehr Informationen ja nicht wirklich weiter. Und wenn wir Glück haben, finden wir dort vielleicht dann die Möglichkeit, eine Kommunikation zum Chief in Los Santos herzustellen, um genauere Anweisungen zu bekommen. Wenn wir gut sind, wissen wir dann ja vielleicht schon mehr als er. Vielleicht, ey, vielleicht. Es ist einfach unglaublich, was wir schon alles auf dieser Reise entdeckt haben. Die Säulen, der Schwertwall, diese Steine und nun das. Ich denke, falls diese Insel eines Tages nicht mehr unter den Top Secret fallen sollte, werde ich ein Buch über dieses Abenteuer schreiben. Das wäre mit Sicherheit ein glatter Bestseller. Oder, ey? Sie können das Buch doch trotzdem schreiben, verpacken Sie einfach alles so. Dass die Menschen glauben, es sei eine Fantasiegeschichte. Ich weiß nicht. Es ist ja keine. Alles echt, alles wirklich so passiert. Wie soll ich den Menschen denn weismachen, dass alles nur erfunden ist? Außerdem käme ich mir da ja ganz schön blöd vor. Soll ich Layla und mir dann auch noch andere Namen geben? Oder wie? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Es muss alles einfach nur komplett verrückt wirken. Anderes Thema. Wann kommen wir hier raus, ey? Wenn die UV-Dekontamination abgeschlossen ist. Und das wird leider noch 90 Minuten dauern. Ach du Scheiße. Na gut. Dann schalte dich mal ab, damit Layla und ich hier drin etwas Zeit für uns haben. Die Türen bleiben ja verriegelt, oder? Also sind wir hier sicher. Zum ersten Mal so richtig auf dieser verfluchten Insel. Ich mach mir wieder einen Kaffee. Magst du auch einen? Wenn noch welche von den Lattelpads da sind, ja gern. In Ordnung. Gott sei Dank für die Maschine. Allmächtiger. Wenn wir die nicht hätten. Wie viele Nächte ich dank dieser Kaffeemaschine schon durchgemacht habe. Meinst, wir finden noch einen Weg, die anderen zu kontaktieren? Wir müssen. Das ist euer Job. Das Leben der drei hängt vielleicht davon ab. Cameron? Sie hat recht. Wir sollten uns wieder an die Arbeit machen, bevor der Schief mit dem Essen zurück ist. Ja, du hast recht, aber beim besten Willen, wenn es wirklich der Sturm ist, der die Kommunikation stört, können wir es ja ewig versuchen.
Deshalb solltet ihr ja eine verdammte Lösung finden. Ich fühle mich wieder gut. Ich bin voll auf Koffein. Haha. Könnt ihr euch noch an die 90er erinnern? Nein, könnt ihr nicht, aber... Damals hat man Pieper statt Smartphones genutzt. Beweist den Angeberhelden aus unserer Abteilung, dass ohne euch der Laden nicht laufen würde. Nicht jeder ist eine Layla oder ein Ibrahim, aber jeder hier ist wichtig. Miss Cameron von mir. Ja, meine Rede. Wir geben Gas, wir finden einen Weg. Sie hat verdammt recht, aber ich hab... Hunger? Den habe ich auch, haha. Ja, wo bleibt bloß unser Chief? Verdammt, wo sind denn die Crunchies? Zum 100. Mal, Ei. Mein Gott, ich hasse Rätsel. Bitte. Wann können wir verdammt nochmal endlich hier raus? Genau jetzt, Agent Ibrahim. Ziemlich sarkastischer Unterton, meine virtuelle Nervensäge. Diese Tür war vorher nicht offen. Das erinnere ich. Sie war zu, seltsam. Hinten scheint es noch einen Dekontaminationsraum zu geben. Was denkst du, Ei? Führt er in ein weiteres Gewächshaus? Oh mein Gott, Agent Ibrahim, sehen Sie bitte mal nach links. Shalom, haben Sie noch diese Spezialcrunchies? Naja, Sie wissen schon, die mit dem Spielzeug. Natürlich nicht für mich, für eine meiner, Töchter. Sie wissen schon, wie Kinder sind. Sie brauchen eine kleine Aufmunterung. Diese Zeiten... Verdammte Scheiße. Sieh sich das einer an. Das kann doch nicht wahr sein. Die ganze Front ist voll davon. Verflucht! Arschlöcher! Ihr Huren! Es ist besser. Haben Sie noch welche von den Matzen? Nein? Na gut. Ich glaube, ich nehme dann was von der chinesischen Brühsuppe mit. Verdammt! Was? Lass mich in Ruhe! Du Dreckschwein! Also, verdammte Kacke. Ich glaube, ich nehme doch nur ein paar Mikrowellenpommes. Die Mädels können sich dann ja die Soße dazu aussuchen. Das klingt gut. Ach, ihr seid doch alle gleich. Alle. Bin ich verrückt? Nein. Nein. Ich bin nicht verrückt. Nein. Ich nicht. Nein. Nicht verrückt. Oh Gott. Diese Stadt ist so heruntergekommen. Waren Sie schon mal in Downtown? In ganzen Lagern sammeln sie sich. Deine Mama. Deine Mama. Deine Mama. Ich schätze, in dieser Anlage muss etwas aus dem Ruder gelaufen sein. Ich glaube, jetzt reicht's. Was ist mit meiner Mama? Komm her, ich box dich zu Matsch, Arschloch. Ab jetzt sollten wir vorsichtig sein. Wer auch immer das Notfallprotokoll aktiviert hat, er hatte wohl keine Chance, es wieder abzustellen.